So, wir kommen wieder rein ins Spiel, aber diesmal sieht's gut aus. So, auf den ersten Blick. Auf was und wen schießt ihr hier eigentlich? Ich sehe hier noch gar nichts. Der Gemüse-SV. Danke. Nachladen. Ich will da auch noch ankommen. Munition drüber. So, wie sieht's denn aus hier? Hallo. 2-0. Okay, dann gehen wir beide. Ich hoffe, du bist von mir. Danke. Dafür war ich zu schnell, mein Freund. Ja, mach mal, ich stelle mich mal hier hin. Ganz voll ernsthaft, ich check das nicht, dass du jetzt hier hochkommst. Das war noch schlecht geschafft. Oh, wie viel Kamel muss man haben? Du hast ein MG, damit sprayst du zu viel. Das ist wie mit der MP, da triffst du nicht. Ah, das Unentschieden nehme ich noch mit. Ist, dass wir wieder mal keinen Punkt kriegen. Alles klar, hoch den Berg bitte. Etwas schneller. Da, 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 da. 2-0. Panzer kaputt, sehr schön. Gut gemacht, Jungs. Ich gehe mal ganz kurz rein, ich habe da auf die Fresse bekommen. Und zwar übelst. Ja, es ist immer wieder, irgendwo campt immer einer. Es ist einfach faszinierend. Da campt einer mit unserem Wagen und niemand schießt ihn ab. Es ist einfach... Sowas passiert aber auch immer nur mir. Nur mir, da stehen alle anderen drumrum. Der andere steht neben mir. Du siehst doch nicht. Ist doch egal. Zwanzig Leute im Wald. Wer wird getroffen? Ich. Wir kommen einfach wieder an keinen Punkt ran. Sagen. Wir sind hier mit 100 Leuten. Einhalten. Look, da werden die Handgranaten gespammt. Fünf gegen ein, sechs gegen ein, so. Das muss es jetzt sein. Pro campt er da. Wollen wir mal ganz kurz gucken? Ja, natürlich, der campt. Der campt. Ist doch scheißegal, ob ich hier den Punkt einnehme. Ne, wichtig ist, dass die KD am Ende nicht runtergeht. Boah, da hatte ich Sahne. War richtig viel. Eine ganze Menge davon. Ich kann hier direkt die Schwarzwälder Kirschtorte von backen, ey. Ja, da war erstmal keiner. Hier ab und versuche Richtung O2 zu kommen, was nicht einfach ist, weil hier überall der Gegner noch rumflitzt und ich ihn nicht sehe. In dem ganzen Gemüse.
Sniper haben wir. Laufen, laufen, laufen. Niemand zu sehen. Den nehmen wir auch noch mit. Dann stelle ich mich mal hier an die Wand und sehe niemanden. 1 gegen 1. Hey, Junge. Wehe, du reportest mich. Ich sag dir, Freund. Da gibt's kein Midkit. Ja? Wer nicht lieb ist, kriegt auch kein Midkit. Ja, sieht die Transuse dann nicht auf der Treppe hängen. Ich wollte ihm das Ding in die Fresse hauen und ich hab's getan. Ist auch mehr als verdient. Ich bin nur 12. Fast schon unhöflich. So, der Panzer. Bringt meiner Meinung nach immer nur Richtung O2 hier oben was. Ansonsten finde ich den immer nicht so clever. Den Panzer. Irgendwo hier. Die Mitte kann er halbwegs kontrollieren. Alles andere ist so, naja. Bringt's halt nicht wirklich. Komm schon, den Sieg haben wir uns verdient. Den will ich jetzt. Keine Ahnung, wo die Leute immer campen. Es ist wirklich krass. Es ist einfach krass. Waldcamping ist so, ne? Deswegen, wer sich bei mir beschwert, ne? Also der hat immer meistens nicht alle Nadeln am Zaun. Ja, bei mir beschweren, ich stehe immer nur im Gebäude in der Ecke. Ja, das ist richtig. Aber ich stehe im Punkt im Gebäude in der Ecke. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Hinter jedem Baum sitzt hier irgendwo einer und wartet darauf, dass hier einer vorbeikommt. Das ist keine Kunst. Das kann absolut jeder. Darauf warten, dass eventuell vielleicht einer vorbeiläuft. Oh, scheiße. So, die KD nochmal runtergemoved hier. Ja. Wahnsinn. Hier schnell nochmal 10 Minuten mitgemacht. Skirmische sind ja auch die einzigen, die halbwegs laufen. Gut. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Stimmung. Das sind meiner Meinung nach ein paar zu viele, oder? Den hat's erledigt. Der war schon rausgesnipert, so wie ich es anhörte. Hier wie wieder durch den Wald. Ihr liebt es nicht. Müssten wir jetzt eigentlich entgegenkommen. Seid ihr woanders lang gelaufen? Wo seid ihr denn? Huhu. Viele Leute im Punkt. Ja, der arme Sniper. Wenn ich hier nicht festhängen würde, hätte ich jetzt hier von... Ja, dann hätte ich den erschossen bekommen, aber hey. Mann, ey, es ist immer... So viel Pech muss man immer haben. Ich meine, die rücken jetzt gut nach. Das sieht echt gut aus. Die Russentruppe pusht. Da hinten. Ich ziehe ab, hier sind genug. Wenn ich einer von hinten schieße, ist so, Pech gehabt.
Haben wir nicht gewonnen. Noch nicht schießen. Wir sind zu weit weg. Hab ich nicht gesehen. Tut mir leid. Reaktion wieder null. Da. Wir hatten jetzt aber ein bisschen viel Sahne, aber okay. Hätte schlimmer laufen können. Wir haben noch nicht aufgegeben, die Jungs. Die sind immer noch unterwegs hier und fluffig und, ne? Die haben mit ihrem 222 richtig Spaß. Haben wir eigentlich APC? Ja, der Gegner auch. Nicht so, ich sehe hier keins, deswegen. Also da hinten stand mal was, aber ich war mir nicht sicher. Ah, also da hinten bei hinter O3 da, aber das interessiert ja keinen. Jetzt ist es nochmal spannend. Ich bin ja dran, ich komme. Es geht nicht schneller. Einnehmen und halten. Er steht wieder. Ich weiß nicht, warum den keiner erschießt. Ja, ich verstehe das immer nicht. Warum da keiner auf diese Ecke, da sitzt immer einer, ne? Deswegen, ich habe da gar nicht für voll genommen. Ja. Oben Dach. Wo soll er sonst sitzen? So, wir sind mit Masse unterwegs, deswegen sind wir auch so schnell. Auch so gut. So, ich will da nicht weiter rein. In die Mitte und guck mal die Sache an. Und natürlich snipen forever. Im Wald stehen, campen. Ja, also da würde ich gerne mal eine Statistik sehen. Ja. Bei mir Gebäude, im Gebäude gestanden im Punkt KD und dann die KD außerhalb vom Feld. Ja. Da wette ich drauf, dass ich bei dem einen da eine 0:3 Statistik habe. Das ist kein APC, den brauchen wir nicht unbedingt. Da, also 0:3 oder 0:4. Bin ich mir ziemlich sicher, ja, den Sniper knallen wir nicht hinter mir ab, der ist mir zu dämlich. Ja, wenn wir das dann mit der Statistik vergleichen, im Punkt, da habe ich bestimmt so, keine Ahnung, eine 20:1. Da gibt es noch so eine sonstige Kategorie. Flankieren. Ah, wenn man nur auf eine Ecke guckt, muss man sich nie wollen. Sieht alles zugestellt aus, brauchen wir nicht. Gut. Also ich sag mal so, taktisch spielen wir das gerade echt gut. Ja. Und wir werden das Spiel gewinnen, weil der Gegner halt hart campt, wie immer. Total sinnfrei mit einem Panzerwagen, ja, hinterm Hügel darauf warten, dass einer von hinten kommt. Das ist immer wieder faszinierend. Ja, er hat vorher nicht geschossen. Das wollen wir nochmal festhalten. Er hat nicht geschossen. Er hat darauf gewartet, dass einer auf ihn zukommt, um einen Safe Kill zu haben. Einen. Der war ihm wichtig, wegen der KD. Da hat er den
Den nehmen wir mal kurz mit. So, gerade mal wieder formatiert hier an. Ist denn das mit Esmin zugepflastert oder was? Wenn er, es lässt mich keiner durch. Ja, es hilft auch keiner mit. Sie lassen sich alle abschießen. Ja, wir lassen uns hier von den Campern gerade vorführen. Ja, genau im richtigen Moment mein eigenes Team mich geblockt. Beeilung, die sind gleich da. Diesmal nicht. Diesmal stehe ich schon da. So wird gecampt. Können wir nämlich auch. Ganze Zeit in der Runde gelaufen und jetzt auf einmal nicht mehr? Das frage ich mich manchmal. Und rausgucken darfst du nicht, ne? Ich sehe halt niemanden, es ist keiner da. Und ich setze mich jetzt nicht oben ins Dach. Da, es wird einfach viel zu viel gesnipert draußen. Passiert hier heute noch was? Hi. Mir geht's halt immer auf den Sack, dass sie hier ständig hier immer uns den Punkt hinten wegkappen. Und wir haben jetzt O2 und die haben O3. Und jetzt spielen wir mal schön safe runter die Nummer. Wir sind da alle hinten irgendwo im Wall gucken. Zwei haben wir das APC, die Welt ist in Ordnung. Ich mach den Libero jetzt. Nichts zu sehen. In der Ecke stehen und warten. Hier stehe ich auch nicht, warum sie jetzt das Spiel auf O1 jetzt fallen lassen haben. Sonst war es immer so, dass die uns hinterhergelaufen sind. Also wir haben den nächsten Punkt eingenommen und die waren dann bei dem, wo wir vorher waren. Und so weiter und so fort. Und jetzt hat einer probiert. Und einer ist hier mit dem Motorrad irgendwie. Was ist los? Du hast mitbekommen, hier ist einer und deswegen lässt es dann sein. Ich könnte oben ins Dach gehen, wenn ich wüsste, wo er ist.
Ja, einmal war ich noch gefragt und dann war ich da. Schon scheiße, wenn man nicht draußen mich nicht wegsnipern kann. Das ist schon ärgerlich irgendwie. Drei Leute waren da, drei Leute habe ich gekriegt. Ist natürlich wesentlich spannender, immer mit allen mitzurennen, weil da ja dann auch Stimmung ist, aber manchmal muss eben halt, ich bin letzter Mann, was soll ich machen? Ja. Wenn ich den letzten Mann spiele, spiele ich den so, wie ich ihn spiele und das mache ich meistens richtig gut. Ich weiß meine kleine Festung durchaus zu verteidigen. War da einer mit Pistole? Ah, da war doch einer. Jetzt müssten wir uns doch noch mal bewegen. So, die haben zwei Punkte, wir haben einen. So, der erste Angriff, der wird mein Tod sein. Das weiß ich jetzt schon, weil ich renne von unten nach oben. Da wartet schon ein MG. Und der Winkel ist beschissen. Ich habe Zeit, du auch. Natürlich. Granaten werfen, wenn es dafür wirklich Preise gibt. Die meisten Wahnsinn verdient, ne? Also die Granate musst du erstmal so werfen, ne? Und da musst du so viel Schwein haben, dass du die noch überlebst. Ich mach doch schon, renn mir doch nicht rein. Kurz geht Roland noch mal ganz fix in die Offensive. Noch mal einen Punkt, damit werde ich noch mal Zweiter. Eines reicht nicht ganz. Na gut, das ist auch egal. Auf einen Punkt ist auch geschissen. Zack, jetzt sind wir Zweiter. Punkt verteidigt. Das haben wir verdient gewonnen. Oh, schönes Spiel. War gut, ja. Viel rumgefahren, das APC mitgenommen, alle sind ausgestiegen. Aber es muss halt eben immer gelegentlich mal einer hinten bleiben und dann ist die Sache dann auch durch, ja. Bisschen defensiver spielen, bisschen cleverer und dann nimmst du das mit nach Hause.